Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Ski Racing 2006, wo wir den Abfahrts- bzw. den Gesamtweltcup neu starten, wo wir den einerseits den Abfahrtsweltcup angreifen wollen, andererseits auch den Super-G-Weltcup. Und ja, dieses Mal ist der Riesendorlauf mit dabei und um das Ganze auch dementsprechend zu fahren, müssen wir erst noch unsere neuen Skier auswählen und da haben wir nämlich Super-Skier gekriegt. Und zwar hier die blauen Atomics müssten es sein. Ja, genau die. Die kriegen wir für einen Finish Super G besser als zweiter, better than zweiter Platz. Ja, das ist ein super, ja, super Deutsch. Wir sind aber mit denen hier auch schon extrem zufrieden. Und mit denen werden wir jetzt auch gleich in den ersten Super G reinstarten, und zwar in den Super G von Sölden. Saisonauftakt in Österreich auf dem Gletscher. Und ja, unser erstes Super G Rennen. Das Ganze gleich mit den besten Skiern, das ist ja schon mal positiv. Boah, und gleich schon mal hier ordentlich was am Verscheißen hier an Zeit. Ich hätte, glaube ich, einfach ein bisschen mehr aufgekantet. Aber wir können ja einfach noch mal ein paar Weltcup-Punkte mitnehmen. Könnte dann am Ende raus vielleicht doch ein oder zwei bessere Plätze mitbringen. Mal schauen, wir müssen uns aber erstmal hier qualifizieren, überhaupt für den zweiten Durchgang. Oder kann ja jeder am zweiten Durchgang teilnehmen, ich weiß es nicht. Aktuell sieht es eher schlecht danach aus. Das ist wie gesagt das erste Mal, dass wir hier auf dem Super-G teilnehmen. Super-G, Riesendorlauf. Und ja, Rang 51 ist natürlich alles andere als super. Ja, schauen wir, wie es uns im zweiten Durchgang geht, falls wir dort teilnehmen dürfen. Ja, dürfen wir. Und dann stoßen wir uns noch einmal raus und dann versuchen wir das Ganze noch einmal besser hinzukriegen. Ja, das ist der Nachteil, dass man rein nur auf Speed gegangen sind bei den Punkten. Jetzt fehlen sie uns halt rein, leider für einen Riesendorn auf. Aber wir sind schon mal 32. Das heißt, die Punkteränge sind möglich. Für den Sieg wird es noch lange nicht reichen hier im Riesendorlauf. Dafür sind wir viel zu schlecht. Mir würden ja schon ein paar Absurd-Siege gefallen. Ein paar mehr, so muss ich sagen. Rang 28, das heißt, wir nehmen Weltcup-Punkte mit aus dem ersten Rennen. Gehen aber auch ins 28. in der Gesamtweltcup-Liste aus dem ersten Rennen hervor. Heißt aber noch lange nicht, dass wir dort bleiben werden. 52 Erfahrungspunkte sind es auch wieder gewesen. Das heißt, wir können hier unsere Aggressivität auf denselben Stand bringen wie den Rest. Schon mal super. Weiter geht's in die Abfahrt von Lake Louise und die kennen wir bereits aus der ersten Folge. Dort haben wir den Weltcup gestartet letztes Jahr. Und dort setzen wir heuer den Weltcup fort. Und das schon mal mit super antauchen. Nur letztes Jahr hat es, glaube ich, nicht geschneit, dass wir hier runter sind. So oder na. Pucci ist ja bekanntlich die, ja, langsamere Disziplin als wie die Abfahrt, aber dennoch bei weitem nicht unspektakulärer. Und wir sind grün von der Zeit her, das ist ja schon mal extrem positiv. Da sind wir gar nicht abgehoben, also ich habe eher mit einem Abheben gerechnet. Und ich glaube, wir können für den nächsten Weltcup dann mit der Geschwindigkeit dann auf schwer hochgehen, weil normal ist mittlerweile, glaube ich, ein bisschen zu einfach, was Abfahrt und Super-G dann angeht, weil wenn wir jetzt schon 1,6 Sekunden vorne sind, das im ersten Rennen. Ja, schauen wir mal die ganze Saison ab und dann können wir eh noch weiter entscheiden. Aber ich glaube, nächste Saison fahren wir fix dann auf schwer. Und dann wird das auch ein bisschen interessanter, weil, ja, knappe 2 Sekunden Vorsprung auf dem Body Miller. Das ist schon mal eine Hausnummer, würde ich jetzt mal behaupten. Aber nichtsdestotrotz,
Ja, haben wir jetzt, glaube ich, sogar fast die Gesamtweltcupführung inne. Also da fehlt es, glaube ich, nicht weit. Sieger müssen wir uns nicht unbedingt geben. Hier führen wir. Und schauen wir mal kurz, wie es gesamt aussieht. Da sind wir hinter Body Miller auf Rang 2. Das ist schon mal gut. Also Rang 2 im Gesamtweltcup. Nee, das war die Abfahrt. Also wir führen jetzt im Abfahrtsweltcup. Das ist natürlich noch besser. Jetzt geht's rein in den Super-G. Der hat uns letztens ein bisschen mehr Probleme gemacht. So, jetzt sind wir mal zurück. Das soll aber noch lange nichts heißen. So, hier sind wir hoch rübergekommen. Das ist schon mal gut. Hier haben wir auch nicht allzu viel Geschwindigkeit eingebüßt. Da vorne müsste wieder eine Zeitnehmung sein, dann wissen wir genauer, wo wir stehen. Und wir haben schon wieder extrem ausgebaut. Also jetzt sind wir wieder bei der Dominanz, die ich damals hatte, an sich das Spiel aufgehört habe zu spielen, weil meine Konsole damals einging. Ich habe mir zwar dann nochmal eine PS2 geholt. Boah, jetzt haben wir es selbst verkackt. Egal, neu starten gibt es keins. Wenigstens der Weltcup ein bisschen interessanter nachher. Oh, okay, doch. Also mit dem Sturz starten auf alle Fälle neu. Oh, das hat nicht gesund ausgesehen. Neuer Versuch, genau, danke. Also wegen dem Torfehler hätte ich jetzt nicht neu gestartet. Aufgrund des Sturzes schon, weil ja, das wäre ein bisschen makaber hier weiterzufahren. So, hier sind wir schon mal hinten. Das haben wir jetzt hier gut mitgenommen. 140 km/h durch den Super-G, das ist echt eine Hausnummer. Ja, und das sieht man auch. Über 2 Sekunden jetzt. Diesen Streckenabschnitt rausgeholt gegenüber ja, den aktuellen Führenden, wo ich gar nicht genau weiß, wer das ist. Weil ich mich zu sehr auf die Strecke konzentriere. Ja, und da haben wir schon wieder unseren Torfehler. Und jetzt darf ich nicht wieder beim Tor einhakeln, weil ansonsten mache ich wieder einen Salto nach vorne, einen ungewollten. Ja, und das wäre sich aber auch ohne dem Ganzen, ja, wäre sich's ausgegangen. So sind wir nur Sechster, aber mit Sechster gibt man auch schon ordentlich Punkte und das ist mal knapp diesmal. Diesmal ist es wirklich knapp. Ich würde sagen, wir gehen weiter auf die Birds of Prey. Wir fahren weiter nach, neue Brillen, schön, nach Beaver Creek. Und jagen dort jetzt hier den Super-G runter. Diesmal ist es wirklich ein Super-G. Lassen wir mal hier einen rum hantieren um die Kurve hier. Alter Schwede. Und das bringt uns die Führung und jetzt haben wir ein Tor ausgelassen. Suchen, dass wir hier so wenig Zeit wie möglich dann verlieren, wenn wir das nächste mitnehmen. Wir können es auch ab nächster Saison machen, dass ein Torfehler gleich Disqualifikation bewirkt. Kann man von mir aus auch machen. Macht das Ganze natürlich noch interessanter. Wir sind aber auch die Trainingsläufe dementsprechend wichtiger. Schaut euch das an. Trotz Strafe von 3 Sekunden nur 1,2 hinter dem Führenden. Das ist echt krass.
Und jetzt sind wir es nicht mal mehr. Das ist nicht mal eine Sekunde, was wir hinter dem Führenden sind. Das ist schon eine Ansage, Leute. Aber damit, dass man nicht an zu viel an, ja, an Rennen in einer Folge machen, weil das ist jetzt immerhin das vierte Rennen gewesen, würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Wenn ihr das Video gefallen hat, wäre natürlich ein Däumchen nach oben super. Ich bin jetzt aber an dieser Stelle raus, verabschiede mich und ja, würde mich über ein Abo bzw. ein Däumchen natürlich auch freuen. Das habe ich ganz vergessen und ja, ich bin jetzt aber raus. Ciao, Leute.